Caravansalon 2020 in Düsseldorf. Was gibt es Neues bei Ventura? Ventura, alle guten Dinge sind drei, hat drei Neuheiten. Zwei Neuheiten in den Fahrzeugen. Das heißt einmal das Hubdach. Haben wir schon in der Art gezeigt bei Knaus. Hat sich Knaus abgeguckt von Ventura. Dann sehen wir gleich auch noch eine tolle Lösung im Innenraum der Campervans, und zwar das Bad. Aber eine echte Neuheit, eine totale Neuheit, ist der Ventura Urban. Und ich hoffe, ihr hört mich, denn hier wird es in der Halle gerade ein bisschen laut. Neben mir der Dimitri. Grüß dich, Dimitri. Hallo, Marc. Hallo. Hi. So begrüßt man sich, glaube ich. Zeig uns doch mal deine neue oder eure neue Neuheit hier, der Ventura Urban, auf Basis, man sieht es schon, des Mercedes Vito. Ja, ganz genau. Also wir haben für das Modelljahr 2021 haben wir den Ventura Urban auf den Hinterrad angetriebenen Vito gebaut. Der hat schon serienmäßig die 140 PS mit Automatikgetriebe und liegt preislich bei 61.990 Euro. Genau, der hat eine Menge Features und wie man es kennt vom Ventura, eigentlich eine ganz hochwertige Grundausstattung. Und das zieht sich auch natürlich in unserem Urban-Konzept komplett durch. Ein absolutes Highlight ist die herausnehmbare Küche. Lass uns mal reinschauen. Also was auffällt, ist natürlich auch hier das Spiel mit den Materialien. Die Stoffqualität, so wie man es von Mercedes kennt, richtig hochwertig. Der Ventura Urban möchte natürlich kein Wohnmobil, sondern ein Businessmobil sein vielleicht, mit erweiterten Möglichkeiten. Und ihr seht es schon. Da drüben ist die linke Schiebetür auch aufgeschoben. Der Küchenblock kann völlig autark mit Gas, mit Wasser komplett losgelöst nach draußen gestellt werden. Dann müsst ihr nicht hier drinnen im Fahrzeug kochen, sondern bei schönem Wetter draußen unter einer Markise. Genau, das ist auch eine tolle Lösung. Ja, extrem. Also muss man echt sagen, sind wir auch sehr, sehr happy darüber. Die Küche, die hat, beziehungsweise da ist ein Servicebereich von innen, wo halt Stromversorgung, Wasserversorgung und Elektrizität in die Küche reinkommt. Aber genau dasselbe haben wir auch von außen. Also die komplette Bedienung können wir auch von außen, dementsprechend die Küche dann auch von außen bedienen. Ja. Das ist klasse. Nicht immer möchte ich die Küche dabei haben. Genau, manchmal möchte ich das Fahrzeug im Alltag so auch nur als PKW-Kombi, als Fünfsitzer nutzen. Ja. Gibt es die Möglichkeit, hier hinten, zwei Sitze habe ich auf der Doppelsitzbank, gibt es die Möglichkeit, hier hinten auch einen dritten Sitz anzubringen? Ja, du hast es ja schon angesprochen, das ist ja nicht nur ein Camper, sondern auch echt ein Businessmobil. Da wollen wir eigentlich die ganze Reichweite oder alle Leute damit erreichen. Man könnte zum Beispiel von Montag bis Freitag die Küche ganz normal draußen zu Hause stehen lassen. Genau. Und dann optional Einzelsitze noch nachrüsten, bis zwei Einzelsitze, damit man dann einen Sechssitzer hat. Dann kommt die Sitzbank weiter nach hinten. Ich probiere das mal. Ganz passt genau. Wunderbar. Ja. Die Küche geht raus, wird zu Hause gelagert und dann kann man hier dann die zwei Einzelsitze noch nachbauen. Und noch zwei Einzelsitze können dazu, dann hätte ich sogar im Alltag einen Sechssitzer. Ja, einen Sechssitzer. Gefällt mir wahnsinnig gut, das Fahrzeug. Gefällt mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Oberflächen. Das schließt alles bündig ab, das sieht alles wertig aus. Das sind ordentliche Verschlüsse und ordentliche Auszüge. Und wenn wir schon dabei sind, das Maßband habe ich immer dabei, dann schauen wir doch mal, wie groß dieser einzelne Küchenblock ist. Und dieser Küchenblock ist, ich habe es hier und ich sage es euch, so rum ist falsch, so rum sage ich euch das besser. Und der Küchenblock, der ist 82 cm lang und ist 41 cm tief. Und was sich drin versteckt? Eine Schublade mit Komplettauszug. Und da unten habe ich dann ein großes Staufach. Die Technik muss natürlich auch irgendwo hin. Und die habe ich dann da. Alles verräumt. Das Gas. Gas ist hinten im Heck. Wir haben hier, wo wir gerade gesehen haben, da sind wir tatsächlich back to basic aus zwei Gründen. Da ist der Abwassertank, okay. Der enthält 10 Liter, ist extrem einfach, um rauszunehmen und zu entsorgen oder dann eben halt rauszunehmen und uns stehen zu lassen, das ist zusätzlicher Stauraum zu verwenden. Gut. Der Frischwassertank, der enthält 25 Liter. Ist unter dem Fahrzeug. Ist unter dem Fahrzeug eingebaut, genauso wie man es bei Ventura kennt eigentlich. Sehr schön. Genau.
Sonst, dort haben wir die Kühlbox für uns entwickeln lassen, 30 Liter, der ist extrem ja, tief auch, das könnte man vielleicht. Das sieht gut das aus. Das kann man mal rausholen, dann genau, das kann sogar man noch besser rausnehmen, dann schau mal hinein. Knapp über einen halben Meter tief quasi, 30 Liter Volumen. Wir haben die 2 kW, wir basteln Standheizung, 230 Volt, 12 mhm. Volt, ist eigentlich alles, alles da. Genau. Ein schönes Fahrzeug. Absolut. Schlafmöglichkeiten gibt ja. es unten und oben. Ich kann 4 Personen in der Konfiguration mitnehmen. Ja. Können auch 4 Personen hier drin schlafen? Ja. Die Sitzbank kann man als Schlafbank umstellen. Wollen wir das in Dimitri mal machen lassen? Ich glaube ja. Das können wir gerne mal machen, ja. Kannst du das? Ja, können wir stoppen mal zusammen die Zeit. Ja. Nein, nein. ja. Dann schauen wir uns mal das Bett an. Gerne. Ja. Ja, Dimitri, die Zeit läuft. Wie schnell kriegen wir das Bett hin? Das Fahrzeug ist schnell, jetzt schon mal, wie schnell das Bett ist. Ja, also es wird ja ein Wettbewerb, ne? nein, also ganz klar, die Sitzbank ist stufenlos, muss man auch mal dazu sagen. Die kann man hier verriegeln, kann man auch sich so entspannen, das ist schön. Um das Bett aufzubauen. Genau, geht einmal komplett runter. Und dann unter. Unter der Sitz hat man ja. dann nochmal zusätzlich mit einem Gurt gesichert und hier sind die Teile dann die tatsächlich die Verlängerung fürs Bett. Sollen wir mal so aufbauen. Hier funktioniert es dann. Einhaken, Fuß runter. Einhaken, aufklappen. Und genau dasselbe dann hier und dort kommt dann eben halt noch wäre meine Empfehlung ja. noch mal ein Topper oben drauf, ja. Damit man echt extrem bequem auch da unten schlafen kann. Die Maßen sind in etwa 1 Meter in die Breite und 1 Meter, ich denke, musste um die 1,89 in der Länge sein. Ja, das wollen wir doch mal testen, da ja. wollen wir doch mal schauen, ob das ist. Das sind tatsächlich 1 Meter. Hier das reine Bettenmaß. Natürlich kann man hier noch ein bisschen schummeln und ein bisschen die Decke hinein, sodass wir dann, wenn wir den ganzen Raum nutzen, dann sind wir, jetzt tun es mal an den Schrank heran, dann sind wir bei 1,10 Meter in etwa. Genau. Der Vito läuft natürlich nach hinten zusammen. Er läuft auch nach oben hin zusammen, verliert auch an Höhe. Aber ich sehe es, auch da ist ausreichend Durchlademöglichkeit, das ist groß ja. genug. Genau. Gut. Es und gibt ich noch sehe, ein ihr ganz habt die Sitzmulden nicht zu stark ausgearbeitet. Das ist nämlich, wenn man schlafen möchte, das ist ein großes Problem. Also wenn die Sitze zu stark ja. als reine Sitze ausgearbeitet sind, dann hast du hier das Problem. Ganz aber genau. Ich würde mir zutrauen, ja. ich probiere das einfach mal aus. Ja, gerne. Ja. Ich würde mir zutrauen, hier auch einfach. Ja, das sind jetzt keine störenden Sitzmulden. Also ich liege eben. Ja. Okay. Zusätzlich die Möglichkeit für noch größere Leute eigentlich ist, wenn man die Sitzbank noch ein bisschen weiter nach vorne schiebt. Und die Sitze, die lassen sich sowohl der Fahrersitz als der Beifahrersitz, lassen sich auch drehen. Mhm. Und das könnte man dann noch zusätzlich quasi als Bett mit dazu nehmen und dann der Topper quasi darüber schieben. Dann hätte man weit über 2 Meter Liegefläche. Genau. Das, okay, das sieht gut aus. Das heißt, hier unten muss ich schon, sag ich mal, kuscheln mit 1,10 Meter Breite. Ja. Dann habt ihr natürlich auch noch das Bett. Im Hubdach. Ja. Ich weiß hier nicht, ob auch. Der Detlef das sieht, aber er kann mal nach oben gucken. Und da oben haben wir Maße von 1,20 auf 1,99. Das sollte aber nagel mich nicht drauf fest. Das musste so in etwa sein. Hier haben wir auch das SDA-Dach, was auch nochmal mit LED-Beleuchtung von uns quasi nochmal verbessert wurde. Und zusätzlich den Schutz, die man dann beim Fahren auch noch mal schließen kann. Mhm. Hier arretieren und damit sich das alles noch... Das ist eine einfache Lösung mit Druckknöpfen und gut. Genau. Und ich sehe auch, am SCA-Dach hat das schön mit diesem Kunstleder gearbeitet. Also das passt zu dem Fahrzeug, das passt zu dem Grundfahrzeug, zu dem Mercedes Vito. Also ihr habt nicht die V-Klasse, ihr habt den Vito als Grundfahrzeug. Ja. Kommt serienmäßig mit der 140 PS Maschine mit Heckantrieb. Ja. Super. Das heißt,
stärkere Motorisierung, so wie man es aus der Mercedes-Preisliste kennt, ist auch möglich. Ja. Allrad, also Firmatic nennt das Mercedes, genau, glaube ich. Genau, Allrad bieten wir auch an. Aufpreis dazu liegt bei ca. 3.500 Euro. Hm, ja. Genau, aber sonst natürlich, was Mercedes so alles bietet an Farben, Motorisierung etc. Ja, der Bettenbau ging schnell. Jetzt will ich natürlich nicht nur schlafen, sondern vielleicht will ich auch ab und zu mal was essen. Vielleicht will ich auch draußen was essen. Wie schnell kann denn die Küche raus aus dem Fahrzeug? Also geht schon ziemlich schnell. Ich würde das gerne mal vorführen. Dann gehe ich einmal an die andere Seite und dann bauen wir mal die Küche raus. Ja? Gerne doch. Okay. Ja. Das ist eine schnelle, intelligente Lösung, so wie es ausschaut. So, der ganze Servicebereich wird hier einmal raus. Und dann haben wir die Schnellverschlüsse. Einmal rechts, einmal links. So. Alles klar. Und schon ist sie raus. Das geht schnell. Wie schwer ist dieses Küchenelement? Das Küchenelement wiegt um die 35 bis 40 Kilo. Okay. Empfehlenswert zu zweit zu machen. Aber wie man sieht, man schafft es auch alleine. Ja, morgens ein Butterbrot mehr essen, nicht wahr? Ne? Ja. Ordentlich Marmelade drauf, dann klappt das auch. Ja. Jetzt will ich natürlich die Küche auch nicht immer so platt auf einen feuchten Rasen stellen. Genau. Ich habe hier vorne gesehen. Richtig. Da habt ihr auch noch ein Untergestell, ja, das ihr anbietet. Das sind nochmal metall klappbare Füße aus Metall, die nochmal sicherstellen, wenn es auf dem Campingplatz etwa matschig ist, dann auch dementsprechend das sieht gesichert gut aus. Ist, dass es nicht so verschmutzt wird. Ne? Ja. Und das ist auch die Unterkonstruktion, die zu dem Dinettentisch dazukommt. Genau. Den kann Richtig. Ich auf der einen Seite einhängen. Ja, das ist nicht nur so. Wir haben auch die Tischbeine, die sich reinklappen lassen, die sind verstellbar. Ja. Es ist eine Metallplatte, eine ganz, ganz dünne Metallplatte mit drauf, damit es magnetisch ist. Sehr schön. Es gibt ja bei den Campingzubehör die Gläser. Die Gläser mit denen. Genau. Exakt. Ja, richtig. Das ist eine tolle Lösung. Und bei der Küche natürlich auch nochmal so ein paar Kleinigkeiten wie die USB-Ladestation, dann Wasserversorgung und dann die Piezozünder, die sehr schön eingebaut sind. Kann ich den Tisch an die Küche montieren, wenn ich draußen stehe? Genau, also so könnte man das machen, beziehungsweise so ist es auch gedacht, nur hier bei dem... Die Schienen, bei dem, genau, tatsächlich. Die Haken. Ja. Also dieses würde, wir sind hier, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist auch ein Prototyp. Diese Beine würden dann hoch. Klar. Und hier dieses eine Bein würde dann runtergehen und dann hat man würde auch verlängert das werden. Ganz genau. Dann habe ich draußen meinen Chefplatz zum Kochen im Freien. Das ist eine schöne Lösung. Gefällt mir das Fahrzeug. Sag einmal noch, das ist jetzt, genau, das Tischbein noch. Auf Zweien steht sich schlecht. So, das ist eine Neuheit, eine der Neuheiten von euch für das Jahr 2021. Verrat mir eins nochmal, der Einstandspreis für dieses Fahrzeug und wann ist das Fahrzeug bestellbar und verfügbar? Ja, also wir kennen es ja eigentlich auch so, wenn, bei den Wettbewerben, die gerne da mal so einsteigen mit Preisen, die eigentlich surreal sind. Das ist ein politischen Preis. Ganz genau. Also ich komme aus Belgien ursprünglich und wir mögen das eigentlich gar nicht. Das Fahrzeug, so wie es hier steht, ja, ist bei 61.990 Euro. Ja. Und genau, das ist der Preis. Ich mache nochmal die Tür auch zu. Wir haben natürlich auch echt, was Design angeht, sind wir eigentlich immer einen Schritt vor. Man sieht auch die ganze Beklebung, das Logo. Sieht schick aus, das muss man sagen. Das Aufstelldach, die nochmal zusätzlich in mattschwarz und nicht in glänzend schwarz, was dann auch mit dazugehört. Ja. Ja, es ist einfach bunt, also bündig und stimmig, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr gespannt auf die Saison. Ganz genau, du bist gespannt auf die Saison. Wann fängt die Saison mit diesem Fahrzeug an? Wann ist er da? Wann wird er geliefert? Genau, es ist halt auch so ein Spiel, was wir nicht machen. Irgendein Fahrzeug in den Markt, wo es es noch nicht gibt. Mhm, Die Fahrzeuge, die werden bereits gebaut, die werden in der Manufaktur hergestellt. Die ersten Fahrzeuge werden jetzt diesen Monat ausgeliefert an die Händler. Die sind leider schon alle ausverkauft für die ersten drei Baureihen. Aber dann geht es weiter Richtung November, Dezember, wo die nächsten Fahrzeuge dann quasi schon ausgeliefert werden, komplett frei konfigurierbare Fahrzeuge. Dieses Jahr, November, Dezember. Ganz genau, ja. Also nicht nächstes Jahr, wenn ihr die Lieferzeiten im Moment kennt. Das ist schnell. Ganz Freut genau. mich sehr. Tolles Fahrzeug, wünsche ich euch sehr viel Erfolg damit. Vielen Dimitri, Dank. Ich sag mal, jawohl. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich. Also, bis auf dann. Zum nächsten Fahrzeug.